Herzlich willkommen beim Kaffeeplausch, diesmal mit Clubobmann der ÖVP, Christian Sagers. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Es heißt jetzt die neue Volkspartei. Dass die Farbe von Schwarz auf Türkis sich geändert hat, ist nicht zu übersehen. Aber was hat sich bei der ÖVP Burgenland noch geändert, dass man von der ÖVP neu sprechen kann? Ganz besonders wichtig ist uns ein politischer Stil, nämlich ein neuer Stil, dass das Miteinander im Vordergrund steht, der Wettbewerb der Ideen. Das sehe ich als die neue Volkspartei, so wird es von Sebastian Kurz vorgelebt, so wird es von der Bundesregierung vorgezeigt und genau das möchten wir im Burgenland auch erreichen. Wir möchten eine Landesregierung, die ins Arbeiten kommt, die vom Stillstand weggeht und endlich Ideen aufgreift, die von anderen, aber auch aus der Bevölkerung kommen. Ich glaube, das wäre ein guter neuer Stil, so wie wir ihn als neue Volkspartei vorleben möchten. Auf Bundesebene funktioniert die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ gut. Können Sie sich für das Burgenland auch eine ÖVP-FPÖ-Koalition vorstellen? Wichtig ist, dass die Österreichische Volkspartei mit ihren Ideen und mit ihren Gedanken und ihren Inhalten in Regierungsverantwortung kommt. Dazu ist mir jeder Regierungspartner recht. Von Seiten der ÖVP heißt es, Verwaltung neu zu denken. Was ist darunter zu verstehen? Ein Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist die Möglichkeit, dass Verwaltungsteile auch im Landessüden zum Beispiel angesiedelt werden. Man könnte ganze Abteilungen des Landes von Eisenstadt weg aus dem Zentralraum Eisenstadt hin in die Bezirke verlagern. Ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit. Durch die digitalen Medien ist es nicht unbedingt zwingend erforderlich, dass alle Einheiten und alle Abteilungen in Eisenstadt angesiedelt sind. Ein großes Thema ist auch der 12-Stunden-Arbeitstag. Wie stehen Sie dazu? Hier wird ganz große Propaganda betrieben seitens der Gewerkschaften und der SPÖ. Das finde ich schade, denn an den gesetzlichen Rahmenbedingungen hat sich eigentlich nichts geändert. Für uns ist klar, wenn mehr gearbeitet werden soll, dann muss es entweder mehr Lohn oder mehr Freizeit geben und das Ganze muss auf Freiwilligkeit basieren. Von Seiten der SPÖ und des ÖGBs heißt es, die fünfte Urlaubswoche ist in Gefahr. Wie erklären Sie sich diese Diskussion über die fünfte Urlaubswoche? Ja, das ist ein glattes Märchen. Tatsache ist, dass niemand in der Volkspartei die fünfte Urlaubswoche abschaffen möchte. Eines der wichtigsten Themen der ÖVP ist der Ärztemangel im Land. Wie möchten Sie den Beruf des Hausarztes attraktiver machen? Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil hier viele Faktoren zusammenspielen. Auf der einen Seite geht es natürlich auch um die Unterstützung für junge Ärzte. Also wir haben vorgeschlagen, Landarztstipendien zu vergeben. Wenn jemand Medizin studiert und sich bereit erklärt, im Burgenland zu arbeiten, dann soll er auch vom Land Burgenland unterstützt werden. Das könnte man in einer Art Stipendium schon zu Beginn des Studiums fixieren. Eine zweite Möglichkeit ist, die halte ich für ebenso wichtig, dass wir versuchen, all jene, die sich im ländlichen Raum ansiedeln möchten, durch wirklich intensive finanzielle Unterstützung dabei unterstützen. Auf der einen Seite geht es hier um die Praxen, aber es geht auch beispielsweise um geteilte Kassenärzteverträge, wo es hier verschiedenste Möglichkeiten gibt, den Landarztberuf attraktiver zu gestalten. Als Gesundheitssprecher der ÖVP haben Sie sicher viele Ideen im Bereich der Pflege. Welche? Der Pflegebereich ist ein sehr fordernder. Hier wird es in Zukunft ganz große Herausforderungen geben. Insbesondere für pflegende Angehörige braucht es viel mehr Unterstützung. Wir begrüßen zwar den Vorstoß, dass es jetzt Beratung auf den Bezirkshauptmannschaften geben soll. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht hier ein Case- und Care-Management. Also jeder einzelne Fall sollte regional gut beraten und unterstützt werden. Zum Schluss noch die Frage, waren Sie heuer schon im Urlaub? Ich war schon einige Tage in Urlaub, das in Österreich, und es hat mir sichtlich gut getan. Das war's mit dem Kaffeetratsch mit Clubobmann der ÖVP, Christian Sagertz. Danke, dass Sie Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen. Gerne.